Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es steht fest, wer der nächste Drogenbeauftragte wird. Und zwar wird es Burkhard Blinert von der SPD. Burkhard Blinert hat große Schuhe zu stopfen. Und zwar von Marlene Mortler und Daniela Ludwig. Wird er diesen beiden legendären Namen irgendwie ebenbürtig sein können? Burkhard Blinert fiel schon sehr lange positiv auf als eine Stimme der Vernunft in der Drogenpolitik. Burkhard hat sich sogar für eine liberalere Drogenpolitik ausgesprochen, lange bevor es seine eigene Partei gemacht hat, als die SPD noch mit der Union zusammen koaliert hat und es zu Cannabis-Diskussionen im Bundestag kam, war meistens Burkhard Blinert derjenige, der für die SPD dort mitdiskutiert hat, und da war er schon immer der Meinung, dass die aktuelle Politik gerade nicht klar geht und dass man mehr auf Aufklärung setzen soll anstatt Verbote. Er hat auch schon den ersten Tweet vom Account des Drogenbeauftragten rausgehauen, wo er auch nochmal betont, dass es ihm um Hilfe und Schutz geht anstatt um Strafe. Und das ist ja genau das, was wir hier bei Open Mind wollen. Ja, im Grunde gibt es nicht mehr zu dem Thema zu sagen. Mein nächstes Video wird dann ein Corona-Erfahrungsbericht, weil ich hatte Corona, beziehungsweise habe Corona. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt schon nicht mehr habe. Ich muss schon noch ein bisschen husten und ein bisschen schnupfen ab und zu. Und da dachte ich, dass es ein ganz interessanter Bericht wäre, wenn ich erzähle, wie da so mein Verlauf stattgefunden hat. Bis dahin, ciao.